Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Ravenport. Ja, wir sind bereits in Folge 37. Ich wünsche euch nochmal ein frohes Fest, eine schöne Weihnachtszeit. Wir sind hier am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist die letzte Folge meiner kleinen Aufnahmesession. Die Folge morgen wird wieder frisch sein. Ich werde auf eure Sachen dann in Video auch reagieren können, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, irgendwelche Änderungswünsche noch gemacht habt. Zum Beispiel was die Wirtschaftssituation oder sowas angeht, wenn ich das wieder umstellen soll oder sowas. Die Reaktion darauf ist morgen dran, sozusagen. Diese Folge ist jetzt auch noch an dem Wochenende vor Weihnachten aufgenommen, aber ich glaube, ihr könnt es mir verzeihen, dass ich mich nicht hier Weihnachten hingesetzt hatte, sondern auch ein bisschen das Weihnachtsfest genießen wollte, sozusagen. Aber, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mit den Folgen gut versorgt gewesen oder seid immer noch gut versorgt damit. Wie gesagt, ab morgen dementsprechend wird es denn Sachen geben, die ich wahrscheinlich am zweiten Weihnachtsfeiertag aufnehmen werde, so wie es aussieht. So, den habe ich abgestellt. Wenn ihr fragt, was ich die ganze Zeit mache, wir haben Unkraut bekämpft. Das Unkraut ist weg. Ich habe aber nicht nur das gemacht, sondern wir sind auch in der nächsten Wachstumsphase, weil während ich hier die ganze Zeit labe, habe ich natürlich schon das Spulen wieder angemacht. Weil es geht jetzt ja nichts anderes darum, wie ja, in die nächste Wachstumsphase kommen. Ne? Also simpel ist es ja. Unkrautbekämpfung ist da. Es kann uns eigentlich nicht viel passieren. Das, was wir jetzt machen sollten, vielleicht, oder was wir jetzt in der Zeit machen können, ist, wir sollten uns um unseren Fuhrpark kümmern. Weil man muss sich das mal angucken bei dem Fuhrpark. Wir haben hier gewisse Auslastungssachen und je mehr was benutzt worden ist, desto weniger gut funktioniert das Ganze noch. Ne? So simpel ist es. Hier seht ihr den Stand der Reparaturen. Wenn man das jetzt hier einmal sortiert, dann sieht man, was am wenigsten, was am meisten gemacht werden muss. Und wir sehen, dass unser Traktor, das Gewicht ist eher weniger relevant, aber unser Traktor, genau wie auch unsere unseren Qualdisk, den ihr hier seht, die wollen, genau wie die Optima, die wollen eigentlich repariert werden. Ne? Ja, zwischenzeitlich ist es hier mal ein bisschen dunkel geworden. Das macht so nichts. Ich glaube, man konnte mal was über die Garage reparieren. Da bin ich mir auch nicht sicher, was oder ob wir jetzt noch alles was darüber reparieren können. Aber ihr seht selber, die normalen Geräte, die müssen wir tatsächlich hinfahren und reparieren. So, unser guter Qualdisk-Part, den wir hier sehen, das ist er hier. Da haben wir ihn. Den packen wir mal hier eine Runde dran. Und das andere, was wir, was auch auf jeden Fall repariert werden sollte, war die andere Optima-Variante hier, nämlich der freundliche Kollege. Und da müssen wir nämlich mal gucken, was das Ganze kostet. Also ich werde jetzt hiermit erstmal in Richtung Shop fahren. Ich werde die nächste Ernte erst am Morgen starten, damit wir auch optisch alle was davon haben. Aber wir werden... ich gucke sie erst halber nochmal. Ihr seht selber, wir haben auch hier die passende Wachstumsphase. Wir sind auch noch nicht so weit, dass wir sagen können, es gibt noch eine Grünphase dazwischen. Also es wird eh morgens sein, bevor wir denn soweit sind. Aber jetzt werden wir uns erstmal um die Reparaturen kümmern. Das ist vielleicht was, wo ihr vielleicht auch noch nicht dran gedacht habt, aber das ist ein Feature, was einen kostet. Nämlich Geld nicht nur, weil wir reparieren müssen. Wir haben dafür Mitternacht nicht mehr die Wartungskosten für die Geräte, die haben wir nicht mehr. Aber wir müssen die Reparaturen jetzt selber durchziehen. Und wenn wir zum Beispiel bei einem Mähdrescher die Reparatur nicht machen und immer weiter ernten, bekommen wir weniger Ertrag. Das ist der ganze Part. Und deswegen müssen wir jetzt mal eine Runde sehen, dass wir einige Sachen hier repariert kriegen. Erstmal die wesentlichen Sachen. Das wird Grubber, Sämaschine und die Traktoren und der Drescher mit dem Schneidwerk sein. Ne, das sind Kreditzinsen und Betriebskosten Gebäude. Das ist also nicht wirklich viel. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal noch ein bisschen zum Shop hin. Weil jetzt müssen wir echt ein bisschen hinfahren. Wir können... Oh Moment, stopp. Da fällt mir gerade ein, bei diverse platzierbare Elemente, das ist nur Rampengeschichte und sowas, das ist auch glaube ich gar nicht. Ist das bei Hallen mit drunter? Ne, auch nicht. Farmhaus auch nicht. Man könnte natürlich auch mal gucken, wie es ist, eine Werkstatt zu setzen. Wäre natürlich auch noch eine Variante. Dass man eine Werkstatt bei sich vor Ort setzt, dass man das Ganze dementsprechend da drüber laufen lässt. Ne? Ich werde jetzt erstmal die Grundsachen jetzt hier beim Vorspulen reparieren, weil wir eh vorspulen müssen.
Deswegen ist das nicht das Ding. Und ich glaube, für die nächste Folge werden wir dann mal gucken, wie wir damit in der Werkstatt arbeiten. Müsste, glaube ich, die Mod ist bloß hier leider nicht aktiviert. Müssten noch diesen kleinen Tool-Koffer, diese Werkstattkoffer dementsprechend noch haben, glaube ich. So, die Reparaturpart, der ist auf jeden Fall hier hinter. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich muss die da einzeln reinstellen. Hier ins Feld. So. Jetzt fahren wir mal ein Stückchen wieder raus hier. So. Können hier drauf gehen, sehen hier, reparieren. Und das hat uns jetzt nicht unbedingt das Vermögen gekostet. Aber umsonst war es auch nicht. So, ich nehme die da erstmal nur wieder raus. Die nehmen wir natürlich gleich wieder mit, das gute Stück hier. Ich setze die nämlich jetzt hier extra nochmal ab, weil ich natürlich auch gleich den Traktor da einmal einzeln reinfahren werde. So, das gute Stück einmal raus. So, wir steigen wieder aus, rennen rum. Und auch ihn hier wollen wir reparieren. Das kostet schon wieder 60. Ich glaube, der Traktor, der könnte uns sogar noch ein bisschen mehr kosten. So. Dann nehmen wir das gute Stück hier raus. So. Aussteigen. Ich glaube, das kostet jetzt ein bisschen mehr. Zustand ist auch schon, ne, ihr seht selber, 612. Naja, okay. Aber dafür fährt er jetzt wieder vernünftig. Weil die Jungs verlieren nämlich, zum Beispiel ein Traktor verliert Leistung. Was natürlich dann auch nicht so wirklich schön ist. Was auch nicht wirklich schön ist, ich glaube, ich lasse ihn immer ganz kurz hier stehen. Fragt euch jetzt, was habt ihr jetzt vor? Fahnenflucht ist jetzt angesagt. Die Überlegung ist jetzt, ob ich ne, ich probiere es einfach. Ich fahre jetzt aber mal wieder zurück. Ich mache jetzt hier erstmal, da wir jetzt hier gerade es ja langsam hell wird, können wir mal gucken. Wir haben die erste Erntestufe auf jeden Fall erreicht. Das ist schon mal viel wert. Wir machen hier mal das Licht aus und hier die Zeit wieder auf langsam. Das ist okay. So. Was wir jetzt auf jeden Fall machen sollten, ist den Drescher und die Schneidwerke noch reparieren, bevor wir mit der Ernte anfangen. Ne, das macht natürlich dann Sinn. Oh, ich habe ihn natürlich gleich wieder abgenommen hier. Wollte ich gar nicht. Nein, die Gedanken, die ich noch hatte mit dem Traktor, das können wir nämlich jetzt gleich hier mal machen, ist eine Runde noch im Tanken. Weil ihr seht selber, wir haben auch nicht mehr so super viel Sprit drin, ne? Dann macht das, glaube ich, Sinn. Oh, wegen den Schlaglöckern haben sie ja schön. Die Tankstelle hier ist ja relativ groß gehalten. Dass wir eigentlich hier. Ja, wir tanken eine Runde. Das kostet uns natürlich auch gut Geld. Aber wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall, bevor wir anfangen mit der Ernte, sehen, dass wir den Drescher und die Schneidwerke dementsprechend geregelt kriegen. Dass das auch frisch, fromm und fröhlich ist, sozusagen. So, den Kollegen hier, den stelle ich jetzt hier an die Seite, weil die Sache ist ganz einfach. Den kann ich auch gleich zurückfahren, wenn der Kollege hier schon am Arbeiten ist. Ne? So einfach ist es. So. Dann kann er sich mir schon einen kleinen Vorsprung erfahren. Er wird jetzt auf jeden Fall loslegen hier. Ich werde die beiden jetzt reparieren und werde dann... Dann werden wir die beiden Sojafelder machen und das andere Schneidwerk werden wir dann reparieren, wenn wir mit dem loslegen wollen. Aber diese beiden Sachen hier, die müssen auf jeden Fall vorher repariert sein, damit wir nicht Einbußen haben. Das heißt also, wir hätten auch schon wahrscheinlich in der letzten Ernte schon ein bisschen mehr Soja haben können und hätten noch ein paar hundert mehr gemacht, hätten wir das Teil hier rechtzeitig repariert. So sieht es halt aus. Ich mache mal hier die Rundum-Variante an, weil wir ja ziemlich breit sind auf der Straße hier. Da seht ihr auch schon unsere Geldeinnahmequellen. Deswegen können wir uns die Reparaturen jetzt auch sorglos leisten, weil wir sollten eigentlich noch einen guten Sojaverkauf hinkriegen. Ich habe natürlich jetzt nicht auf die Preisentwicklung während des Vorspulens geguckt, aber
Wir werden es noch tun, sozusagen. Ja, dieses sind jetzt Sachen, die ich natürlich jetzt zeitlich nicht vermeiden kann. Das Hinfahren ist hier wahrscheinlich auch nicht unbedingt die spannendste Geschichte. Ihr könnt euch nochmal in Ruhe die Karte angucken. Solche Wege würde man zum Beispiel, wenn man schon Tools oder Mods wie zum Beispiel Curseplay zur Verfügung hätte, würde es garantiert einen Weg zum Shop geben. Ne? Das heißt also, man hätte einmal Shop zum Hof und Hof zum Shop und würde die Jungs einfach nur hinstellen und sagen, fahrt mal hin, und dann fahren die da alleine hin und in der Zeit würde man was anderes machen. Man würde die wahrscheinlich hin und wegfahren lassen in der Zeit, wo man die der anderen Sachen da repariert oder so. Aber wie gesagt, noch nicht alles am Start, was die Mods angeht. Wir hoffen drauf, dass da noch was kommt. Muss man halt dementsprechend mal schauen. Ne? Ich weiß nicht, ob schon alle technischen Voraussetzungen oder Wissensvoraussetzungen da sind. Weiß nämlich auch nicht, weil ich glaube, ich habe mal mitgekriegt, diese Lua-Doc-Geschichte, also dieser Script-Doku, wenn ihr so wollt, die da scheint anscheinend auch noch nicht alles da oder drin zu sein, was gebraucht wird. Deswegen muss man mal schauen. So, ja, da seht ihr, ne, unseren guten Traktor stehen. Den fahren wir noch wieder zurück, aber als erstes muss er hier an den Start. So simpel ist es. Wir müssen das Schneidwerk reparieren und auf jeden Fall auch den Drescher selber. Und dann legen wir los. So, einmal reinschmeißen bitte. Dankeschön. Einmal aussteigen bitte. Dankeschön. Und einmal reparieren und 63. Okay. Dann steigen wir mal hier wieder ein. So, bin ein bisschen schräg gefahren. Den wollte er sein eigenes Schneidwerk nicht nehmen. So, da schmeiße ich es gleich wieder hin. Den fahre ich jetzt rückwärts rein. Hier rum ist mir vollkommen egal. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht unbedingt günstig. Reparieren 207. Okay. Der hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, muss ich zugestehen. Aber läuft, ne? Ja, während hier jetzt natürlich der Helfer hier arbeiten kann, können wir natürlich dann die ganzen Sachen auch reparieren. Was natürlich schon eine sinnvolle Geschichte ist, ne? So, gut, jetzt sind wir mit ihm wieder unterwegs. Unterwegs nach Haus. Nein, sind wir nicht. Wir sind unterwegs auf Feld 23. Also wir müssen nicht ganz zurück bis zu unserem Gelände, sondern wir wollen natürlich ihn jetzt schon, da das passende Laufwerk ja schon repariert hat, hier gleich mal den Sojakraben vom Feld holen lassen. Und danach bringen wir den Spaß da zurück. So einfach ist das. So, wir quietschen hier mal um die Ecke. Wahnsinnige Geschwindigkeit von 25, die wir aufwarten können. Natürlich nicht unbedingt der Renner, das gestehe ich zu, aber da müssen wir jetzt durch. Müssen wir uns zu unserem Feld vorkämpfen zur 23. Ja, so ein Feld wie dieses hier wäre natürlich auch noch eine Alternative zum Kaufen. Da müsste man die Parzellen auch mal angucken, wie es aussieht. Die andere Variante wäre immer den Berg hochzufahren. Hier hat man noch einen relativ flachen Anweg. Allerdings ist hier natürlich das Feld auch relativ steil. Aber es sind die anderen, glaube ich, auch. Also hier den Hügelbereich hier, den hat man nie flach. Das ist es leider. Da muss man immer eine Runde dran kämpfen. Ne?
So, ich werde jetzt hier wahrscheinlich gleich eine Runde rauffahren und das gute Stück hier schon gleich anschmeißen. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum. Ganz einfach, das Zauberwort heißt Vorgewende. Und auf dieser Seite brauchen wir das. Und da sehen wir auch schon, wie sich unser Tank wieder mit Soja füllt. So muss das sein. Diesmal kommt nichts Strommäßiges und sowas dazwischen. Das läuft alles so. So, eine schöne Wende hier oben noch hinlegen. Einmal wieder zurückfahren. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, genug Platz. Und ich glaube, wenn ich hier zwei Bahnen gefahren habe, dann sollte er eigentlich hier auch gut schon zufrieden sein. Dass er hier vernünftig wendet. So. Da haben wir das. Grobe Wende hier sozusagen. Mache jetzt den Helfer an und schalte auf ihn hier. Ja, bloß während ich ihn hier anschalte, müssen wir leider eins feststellen. Nämlich, dass wir schon wieder am Ende der Folge sind. So schnell geht es tatsächlich. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde natürlich auch sehr über ein Teilen freuen. Ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank und wünsche euch noch ein schönes Restweihnachten. Wünsche euch noch mal ein frohes Fest und sage dann, ja, bis morgen.